Jo und. Dankeschön. Jo. Ganz ehrlich. Jo. Ich. Nee, nee, nee. Das machst du allein. Ich mach das nicht. Es ist früh am Morgen. Jetzt hör mal auf. Also, ich habe jetzt meinen Kaffee getrunken. Beruhigt habe ich mich jetzt noch nicht. Und Kaffee. Willkommen bei Alte Vieh Games. Wir spielen Sniper Elite 3. Das erste Level und danach noch das zweite und vielleicht noch das dritte, aber das schaffen wir eh nicht. Und wir spielen den Koop-Modus. Und weil man den Koop-Modus immer mit jemand anders spielt, sitzt hier David von Loris HD. Stell dich vor. Du hast mich doch gerade schon vorgestellt. Du bist David von Loris HD. Genau, ich bin der Typ, der auch Videos macht. Und das wissen doch eh hier schon alle. Ja, aber pscht. Pscht. Bereit? Nicht bereit. Bereit? Nicht bereit. Bereit? Du bist Host, nicht ich. Ja, bereit? Ja, nicht bereit, selbst schuld. So. Yeah. Es lädt. Die Ladezeiten sind unglaublich kurz, das finde ich gut. Ja, aber das Synchronisieren dauert fast länger. Fast. Fast. Ach ja, es gab ja noch ein Intro. Es beginnt wie jeder Epos im Zweiten Weltkrieg mit einer dramatischen Zwischensequenz, in der wir hier so sitzen und Kram machen. Unser Gewehr sauber machen. Und kurze Hose Jones kommt. Springt über alle Kisten. Wir brauchen Heckenschützen an der Mauer. Heckenschützen. Okay. An der Mauer. Das ist... Dieser Typ wird etabliert und ist sofort wieder weg. Im Koop-Modus übernimmt der zweite Spieler die Rolle von... man ist derselbe Typ in Alt. Theoretisch ist das so eine Vater-Sohn. Ich bin dein Vater. Theoretisch ist das so eine Vater-Sohn-Geschichte. So stellt euch vor, wie wenn irgendwie der Vater mit seinem Sohn das erste Mal zum Jagen geht. Ungefähr das ist das Spiel hier. Nur dass der Sohn die Hauptrolle übernimmt und der Vater irgendwie hinterherlaufen darf, weil er alt ist. Alte Menschen sind doof. Und wir jagen Nazis. In der ersten Mission wird einem zu sehr, naja, gezeigt, was man tun soll. Nämlich, ich töte den, ich töte den, ich töte den. Nämlich töte die Leute und dann sieht man in diesen schönen Killcams, wie man ihn tötet. Die dauern auch jetzt 5 Stunden, die Killcams. Ja, da ist er tot und die X-Ray-Cams sind wieder mit dabei, die sind detaillierter geworden, aber ehrlich gesagt finde ich die weniger hübsch als noch im Vorgänger, weil sie teilweise auch verbuggt sind. Gerade hat man gesehen, wie die Kugel dann noch durch seinen Hinterkopf gegangen ist, da ist aber nichts mehr passiert, weil das war nicht so schlimm wie... der Rest irgendwie, aber das war nur einer von vielen Bugs. Ich hatte schon gesehen, dass ich ihn komplett daneben geschossen habe, aber seine Eier sind zersprungen. Das habe ich sogar gefilmt, das kommt in der Review. Woohoo! Da ist ein Teammitglied gestorben, das ist sehr dramatisch. Kann man seine Leiche durchsuchen? Kann man nicht. Kommt der Eiermann. Was? Okay, kannst du diesen Typen da oben töten, damit wir sehen können, wie cool das aussieht? Moment, ich hole mein Fernglas raus, markieren für dich. Das geht. Markiert. Und jetzt töte ich. Jetzt. Passiv. So, Killcam geht los. Nee, das hat gerade umgefallen. Echt? Ja. Beim letzten Mal hat es ungefähr eine halbe Stunde gedauert, bis er da umgefallen ist. Ja, jetzt ging es schneller. Ich habe gar keine Killcam gehabt übrigens. Oh. Schade. Na gut. Da hinten ist der Truck, der uns zeigt, dass es jetzt Truck-Killcams gibt, die aber irgendwie noch gar nicht so richtig getriggert wurden. Per Fernglas guckt man rauf, dann sieht man so, oh Gott, das sind die Schwachstellen, diese roten Dinger. Wenn man nicht durchs Fernglas guckt, sind die weg. Soll ich nochmal? Oder willst du? Ich schieß erstmal auf den Motor und man sieht, nichts ist passiert. Puff. Jetzt kann ich nicht mehr fahren. Oh, das hat er auch vorher so vorgehabt. Und so. Schießt man jetzt auf den Tank. Boom. Hast du jetzt auch geschossen? Ja. Oh, ja, ich habe irgendwie gleich danach nochmal geschossen, deswegen. Aber das hat geklappt. Das ist doch das Wichtigste. Somit haben wir den Zweiten Weltkrieg geschafft. In bester Stronghold-Manier müssen wir jetzt in der nächsten Mission die Burg wieder aufbauen. Die Ratte. Psst, Spoiler. Was? Apropos Spoiler, jetzt sind wir tot, aber das geht wieder, weil wir HP-Regeneration haben. Nein, haben wir nicht. Das ist nämlich der nächste Punkt. Der wird nämlich jetzt etabliert. Gott, sind wir gut. Wir sollten Spiele mal vorher spielen, bevor wir Videos dazu machen. Nein. Nein. Ich sollte ein Medipack einsetzen, um meine Wunden zu heilen. Dann setzt man das so ein, dann drückt man F und dann ein Pflaster auf die Schulter und gut ist. Das Spiel hat so den Mix aus HP-Regeneration und klassischen HP-Systemen. Irgendwie
Man hat da so 5 Balken und wenn er so halb leer ist, der eine Balken, dann lädt der sich wieder auf. M für Karte. Map heißt Karte, okay. Map. Map. Karte. Kann man hier rüberspringen? Nein, aber nee. Die Beine können lustig rumbacken. Naja, das können sie. Das sind die besten Beine. Kann ich hier auch links hoch? Du kannst hier hoch und ich gehe mal hier hoch. Leider gibt's ja, das haben die echt versäumt, gerade weil das Level-Design es anbietet, so eine Bild-in-Bild-Kamera, so wie bei SWAT 4. Ich weiß, es kostet ziemlich viel Leistung. Oh, wow, ja, das ist aber mein Level-Design. Achso, ich dachte, du wolltest hier hoch, okay. Achso, ja. Ja, wir wollten noch zeigen, es gibt von mehr. Hier hochgekommen. Ja, aber das muss noch zeigen. Wenn ich mich ducke, hören sie mich nicht. Mit C in die Hocke und mit C halten in Bauchlage. Den töte ich. Ich habe mittlerweile wieder den Nahkampfkill irgendwie gebindet. Gebindet. Oh, cooles Deutsch. So. Den will ich. Okay, dann mach du das. Oh, ich habe nicht hingeguckt. Oh. Er hat was fallen lassen. Jetzt ist es weg. Gib her. Das hat er Schönes dabei gehabt. Ein Verband. Den hätte er gebrauchen können. Tja. Kann man eigentlich die Typen, die... Okay, nee, man kann die immer nur einmal plündern. Okay, finde ich gut. Ich dachte halt irgendwie, vielleicht geht's. Zeit für die Wellrod. Ich habe gar keine Wellrod. Was mache ich jetzt? Einfach die Fäuste ziehen und. Ach so. Und wegprügeln. Das war ein Kopfschuss. In den Kopf ist er still, isoliert und noch was Drittes und man kriegt Erfahrungspunkte für jeden Kill. Still, isoliert. Psst, das mach ich. Sandbox. Ja, du. Machst das so? Dann nimmst du das, dann wirfst du das so weit, wie es geht. Du hast nichts in der Hand, ich weiß nicht. Ah, Dynamit. Jetzt. Aua. Das tut aber weh. Wenn wir jetzt beide gleich auf einmal gestorben wären, das wäre ein schönes Ende des Krieges. Ja, aber guck mal hier, wie viel Blut ich wegen dir verloren habe. Ja, schon so passt ein paar Tropfen. Ja, hier guck mal, ganz viel. Schreibst du hoffentlich nicht in den Bericht. Doch. So, ich bin dein Vater. Ach ja. Scheiß Bengel. Das passt so. Gott, das tut ja weh. Wir spielen übrigens auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad namens Sniper Elite. Der höchste heißt authentisch und ist nicht wirklich so authentisch, aber er ist authentischer als das, was wir hier haben. Dort sind jegliche Hilfen weg. Ich glaube, die Zielhilfe ist weg. Gegner werden nicht mehr auf der Karte markiert. Ohne dass man sie gesehen hat. Oh, ich bin durch die Map gefallen beim Über. Was ist das denn? Großartig! Das hast du nicht gefilmt, oder? Doch, hab ich. Geil! Ich kann ja nachträglich aufnehmen. Ich bin David von Loris Tadeo und ich hab den fancy Shit. Du denn hin? Hier bin ich. Ah, da. Was war das? Da hat uns niemand gesehen, aber was war das? Moment, wie kann der mich hier sehen? Dieselben Kritikpunkte, die ich übrigens im letzten Video gebracht habe, das letzte Video von Enemy Front halt, dass die Gegner verzeihen ziemlich viele Fehler beim Schleichen, was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite irgendwie ein bisschen lächerlich. Finde ich nicht, weil guck mal, der Typ, der uns gerade halbwegs gesehen hat, kommt nämlich gleich auf uns zu. Hinter dir, da. Das Problem ist, sobald die diesen roten Kreis haben tatsächlich, weiß jeder, dass du in der Gegend bist, auch wenn er noch nichts gesagt hat. Sobald er diesen roten Kreis hat, ist es getriggert. Und warum haben wir eigentlich gerade Probleme? Weil wir... Durchdacht und Schnappschuss. So, ich habe in der letzten Review gesagt, man macht nicht mal Schnappschüsse, sondern Kopfschüsse. Das war das dümmste Wortspiel aller Zeiten. Hier macht man Schnappschüsse. Als wenn das Spiel für mich gemacht worden wäre. Das Deckungsfeature aus dem Vorgänger ist komplett rausgeflogen. Ich wurde in Skype angeschrieben. Wie kann man nur? Dabei wollte ich das eigentlich deaktivieren. Sehr gut. Das Deckungsfeature ist rausgeflogen. Man ist jetzt automatisch in Deckung, wenn man sich an eine Deckung stellt. Das ist auf der einen Seite gut, weil das Deckungssystem im Vorgänger hat so oder so kein Stück funktioniert. Gerade im Multiplayer war das ziemlich scheiße.
Auf der anderen Seite sorgt das aber auch, dass man meistens gar nicht in Deckung sein möchte und er denkt, oh, das ist in Deckung, da gucke ich rum und dann wird man entdeckt. Das ist mir jetzt einmal passiert bisher. Ist wahrscheinlich nicht so schlimm, aber es kann halt passieren, aber ja, Third-Person-Shooter mit Deckungsfeature. Ich glaube, irgendwie das Problem ist in jedem Spieler, oder? Ich weiß es nicht, ich spiele nicht so viel Third-Person-Shooter, weil ich sie allgemein nicht mag. Aber ich spiele dieses Spiel. So, hier oben liegt aber ganz schön viel Zeug rum. Lungentreffer, isoliert. Seine Lunge ist garantiert nicht mehr isoliert, aber... Okay, dann kümmer du dich mal um die Typen und ich schleiche mich hier so rum. Boom! Der dachte irgendwie... Irgendwas dachte er bestimmt, aber jetzt nicht mehr. Das lasse ich mir nochmal durch den Kopf gehen, oder was? Hahaha! Bam, der dachte sich dasselbe. Und der, das war sein letzter Atemzug. Aber das ist doch immer der letzte Atemzug, wenn du sie umbringst. Warum gibt's dafür Punkte? Naja, okay. Ich will dieses Punktesystem ja nicht irgendwie hinterfragen, aber... Ich will's irgendwie hinterfragen. Bin übrigens fast tot. Ich bin... Oh, diese scheiß TNT-Kiste, die neben mir stand. Ich dachte eigentlich, ich bin in Deckung. Hast du die Granate geworfen? Nein. Ah ja, gute Ausrede. Ich bin die Sniper-Lead, ich mache meine Übung. Sniper-Lead hält sich fit. Ah, ah, was? Wo bist du hin? Hallo, ich lebe wieder. Was war das? Danke für den, naja, für den Schubser halt. Scheiße, jetzt habe ich mich verschluckt. Normalerweise bin ich selbst besser in diesem Spiel, will ich nur so sagen. Ja, aber... Ja. Egal. Auf einmal ist der Nebelwerfer. Ich muss die ganze Zeit Nebelwarfer sagen, weil... oder ich muss die ganze Zeit daran denken, weil in diesem Spiel Uprising 44, übrigens auch eins dieser Nazi-Abknallspiele, da... Oh, die wissen ungefähr, wo wir sind. Ich werfe eine Granate. Psch. Stealth. Das ist eine Stealth-Granate. Da stand irgendwie in der Beschreibung, also irgendwie in der Ladezeit, gab es so ein Did You Know bla über den Zweiten Weltkrieg und da stand irgendwas über den Nebelwarfer. Eine Waffe aus dem Zweiten Weltkrieg von den Deutschen. Oh, da wirft er die Bombe ab. Boom! Und wir haben einen neuen Weg. Nee, warte mal, das war der falsche Sound. Welcher Sound kommt? Ich kann den Sound jetzt nicht nachmachen, aber du weißt, welchen Zelda-Sound ich meine, wenn wir ein Rätsel gelöst haben und irgendwas passiert. Ja. Ja, diesen Sound. Wenn man die Truhe aufmacht, meinst du? Nein, da, genau, nein, genau den nicht. Ach so. Ja, den anderen, gut. Aber der ist fast, der ist doch eh, nee, ist er nicht. Stimmt, ist ja. Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Ja, ich werde versuchen, den einzubauen, aber ich vergesse es wahrscheinlich eh. Hopp! Wow, wow, wow. Achso. Jetzt kommt eine Zwischensequenz. Jetzt gehen wir wieder zurück. Jetzt kommt die Panzerfront, gegen die wir gleich kämpfen müssen. Eigentlich nicht, aber Sniper Elite 3 Afrika. Dieselbe Musik wie aus dem Hauptmenü von diesem Spiel und wie vom Vorgänger aus dem Hauptmenü. Weil neue Musik kostet Geld. Der Koop-Modus im Vorgänger war übrigens nicht verbuggt. Also nicht so.